Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Cube Let's Play. Ich habe keinen Plan, was wir in der letzten Folge gemacht haben, weil meine letzte Aufnahmesession irgendwie schon eine Woche her ist oder so von Cube World. Ich habe zwischendrin ein paar Call of Duty Zombie-Modus-Videos aufgenommen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und ich glaube, davon kommen auch noch ein oder zwei, einfach nur weil ich spiele aktuell sehr viel den Zombie-Modus von Call of Duty Black Ops 3. Der ist extrem nice. Finde ich persönlich zumindest. Den Rest vom Spiel spiele ich nicht wirklich. Die Kampagne finde ich nicht so nice bis jetzt von dem, was ich so gespielt habe. Und der Multiplayer ist ziemlich tot. Auch wenn man noch ein paar Lobbys findet zwischendurch, immer wieder mal so. So mainly abends zur Mainzeit, wo viele Leute online sind, I guess. Und außerdem könnte ich mich da einfach rüberporten, weil ich dachte, wir probieren es schon mit der Mana-Pumpe jetzt nochmal, weil ich glaube, wir haben jetzt eine bessere Waffe, wenn ich mich recht erinnere. Die blaue Waffe, die wir jetzt haben, die hatten wir letztes Mal, glaube ich, noch nicht. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, eine grüne oder eine graue Waffe hier. Deswegen probieren wir jetzt vielleicht nochmal den einen Typen mit der Mana-Pumpe hier zu killen. Aber ja, ich habe jetzt ein paar Tage kein Cube World hochgeladen. Ich habe statt Cube World, wie gesagt, den Zombie-Modus von COD hochgeladen, quasi als Ersatz für Cube World, sage ich mal. Minecraft habe ich trotzdem weiterhin normal hochgeladen. Ich glaube, die Cube World-Videos von mir kriegen auch nicht so dermaßen viele Aufrufe aktuell. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so dramatisch. Also diese Videos sehen sowieso nicht so dermaßen viele Leute vom Kanal. Es ist nicht so, als ob ultra viele Leute die Videos von mir aktuell generell gucken würden. Ich habe irgendwie 10 Aufrufe pro Video aktuell oder 20. Deswegen wäre ich euch übrigens sehr verbunden, falls ihr dieses, weil, falls das das erste Video ist, das ihr von mir seht, und das kommt, glaube ich, einfach so auf, hier muss man nicht kaputt machen. Ja. Falls das das erste Video ist, das ihr von mir seht, wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr mir ein Abo dalassen könntet. Das wäre mega cool und würde meinen Kanal und mich generell halt mega krass fett supporten. Falls ihr mich halt noch nicht abonniert habt, oder falls es vielleicht noch nicht das erste Video ist, das ihr von mir seht, aber noch kein Abo dagelassen habt, lasst gerne ein Abo da, ein Like, ein Kommentar, was auch immer. Ich sehe immer, Support ist immer gerne gesehen hier auf dem Kanal, wie eigentlich auch auf jedem anderen Kanal, I guess. Vor allem, weil es halt ein kleiner Kanal ist aktuell, auch wenn ich 3000 Abonnenten habe, die meisten davon sind inaktiv. Leider. Von daher. Oh nein, ich hab die Kombos gebreakt und ich habe vergessen, WhatsApp Web zu muten, was ich sonst immer mache. Das werde ich jetzt gleich mal nachholen. Allerdings ist es wahrscheinlich einfach eh nur einer von meinen Kollegen, der mir gerade geschrieben hat: Yo, der TTS ist down, weil ich habe vorhin gefragt, ob unser TS down ist, und der TS ist down. Sure enough, zumindest ziemlich safe. Ja, das werde ich gleich muten. Muss ich das mal vergessen, sonst denke ich da mal dran, wenn ich aufnehme, meinen Browser zu muten. Naja, wie auch immer. So, gleich haben wir den Freund. Es ging diesmal dann doch ein bisschen leichter als das letzte Mal. Das letzte Mal hat er uns immer komplett aus dem Leben weggemacht. Throw? So, ja. Yeah. Exquisite Silver Bracelet of Zerzor, Zerzor, whatever. Das ist sogar eine Mage-Waffe, sehr gut. Wie viel Damage macht das? 43? Ich glaube fast, wenn wir das so equippen, machen wir mehr Damage. Relativ safe. Sehr gut, also wir haben gerade ein Waffen-Upgrade gefunden. Excellent. Und jetzt destroyen wir hier gleich den Mana-Inductor. Allerdings werde ich jetzt hier an der Stelle erstmal einen Cut machen und kurz meinen Browser muten. Also wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, ich habe jetzt meinen Browser gemutet. Und ich habe auch schon ein bisschen Damage an den Mana-Inductor gemacht, damit ich nicht wieder hier 10 Minuten Video-Footage vorspulen muss, wie das eine Mal vor ein paar Folgen. Für die das nicht gesehen haben, da musste ich halt spulen, einfach nur weil es so ewig dauert, diese Mana-Inductor zu damagen und kaputt zu machen. Und der hat diesmal nichts gedroppt. Okay, das letzte Mal hat der Mana-Inductor wenigstens ein Item gedroppt. Aber dieses Mal anscheinend nicht. Okay. Ja, dann können wir bald hier die Mana-Pumpe selber vielleicht zerstören. Da steht es auch nochmal. Mana-Pump. Denn wir sind an einer Mana-Pump. Welche Überraschung. Da oben ist er. Irgendwer meint, sich angreifen zu müssen. Das ist ein großer Fehler, denn mich anzugreifen bedeutet, das zeitliche dann doch recht schnell zu segnen, ja? Ja, falls euch interessiert, was sonst so in meinem Leben aktuell abgeht, ja, in den letzten Tagen nicht viel. Ich fühle mich immer noch nicht so super in den letzten Tagen. Ich bin immer noch ziemlich down. Darüber habe ich in einem von meinen Minecraft-Let's Plays schon mal, das habe ich schon mal angesprochen. Ich will da jetzt nicht großartig weiter darüber reden, das ansprechen oder so. Ich fühle mich einfach immer noch nicht allzu großartig die letzten paar Tage. Aber naja, da macht man halt nichts. Wird schon wieder, I guess. Keine Ahnung. Ansonsten. Ja, ich bin immer noch gut dabei, Gitarre zu lernen. Mittlerweile habe ich jetzt angefangen, ein zweites Lied zu lernen, nämlich zumindest Like Teen Spirit von Nirvana. Einfach nur, weil das Lied relativ leicht zu lernen ist, I guess. Oder, was heißt leicht zu lernen? Es ist wahrscheinlich schwerer als Behind Blue Eyes von Limp Bizkit. Das ist das erste Lied, das ich gelernt habe. Und einfach nur, weil es leicht ist. Und das ist halt ein bisschen schwerer, aber immer noch recht easy. Und ich weiß nicht, ob ich den hier auch down kriege, den Freund hier. Er macht ganz gut Damage und hat ganz gut AP. Das ist auch schon ein blauer Gegner. Wir haben halt immer noch eine grüne Rüstung. Ah ja, gut, gerade auf unser Pet, perfekt.
Ideal, er ist fast down. Ich glaube, wir kriegen ihn. Das sei denn, er macht echt fett Damage. Das kann natürlich passieren. Er hielt sich, kaum geht down. Ja, sehr gut, ist K.O. Bleibt mal hier hinten stehen, damit er uns hier nicht wegfetzt und der Agu drumherum und so pennt. Perfekt, er ist down, oder? Wir haben ihn, sehr gut, wir haben ihn. Easy. So, was hat er denn schönes gedroppt? Ich habe es nach Rüstung aus. Mumiras Handsome Silk Chest Armor. Sehr gut, bessere Rüstung. Und das Goldamulett hier ist auch besser als unser aktuelles. Das equippen wir einfach direkt mal. Und das equippen wir auch mal. Und schon haben wir immer noch grün, ein grünes Rüstungslevel, Alter. Goddammit. Ja, wir brauchen unbedingt Rüstung für unsere Füße. Und bessere Rüstung für unsere Hände. Vielleicht für unsere Schultern, I guess. Das wäre echt praktisch. So, ich stelle mich einfach direkt neben den Adapter hier. Ich glaube, jetzt müssen wir es nicht mehr beschleunigt abspielen hier, allerdings den Part hier. Ich habe gerade ein bisschen rausgeschnitten, aber ich habe schon gemerkt, dass wir jetzt extrem viel mehr Damage machen als das letzte Mal, als das erste Mal, als wir diesen Inductor kaputt machen mussten. Das geht jetzt viel schneller, wie ihr seht. Wir sind schon bei Half HP von dem Inductor. So, 1700 hat er noch. Ja, aber das habe ich glaube ich in meinem Minecraft, das wäre auch schon mal angesprochen. Falls ihr auch schon immer mal Gitarre lernen wolltet, oder E-Gitarre lernen wolltet, in meinem Fall, und euch immer so gedacht habt, ja, irgendwann mache ich das. Ganz ehrlich, macht's einfach. Holt euch eine Gitarre. Meine Gitarre hat mit Verstärker und allem irgendwie nur 80 Euro gekostet. Also so, das ist ein richtiges Schnäppchen gewesen. Aber auf eBay und auf Amazon und so findet man jede Menge solche Gitarren, die so billig sind tatsächlich. Man muss da ein bisschen aufpassen, vielleicht mal den Namen der Gitarre vorgoogeln. So, nicht, dass das Ding komplett crap ist. Vielleicht finden. Also ich habe vor den Namen gegoogelt und habe ein Video gefunden von jemandem, der gesagt hat, so ja, die Gitarre ist ganz okay. So, usually, auch wenn es irgendwie so eine Made in China Billig-Gitarre ist, I guess. Also ich habe jetzt keine ultra teure Gitarre, wie gesagt. Ja, aber es macht echt Spaß und ich kann es euch nur empfehlen. Also falls ihr das wie ich aufgeschoben habt und schon mal machen wolltet. Ja, try it, I guess. Probiert's. Es macht echt Spaß. Das ist echt nice. Ich bereue es absolut nicht, mir diese Gitarre zugelegt zu haben. Ich bereue keinen Cent davon, den ich dafür ausgegeben habe. Und es ist halt echt ein nicer Skill, den man sich aneignen kann, I guess. Aber das habe ich halt eh auch schon mal in meinem Minecraft-Display angesprochen. Falls ihr das also auch guckt. Falls ihr es nicht guckt, das ist auch ziemlich unterhaltsam, würde ich behaupten. Mindestens so unterhaltsam wie Cube World, I guess. Zumindest, wenn ich danach gehe, wie viel Spaß ich daran habe, es aufzunehmen. Und daran habe ich halt genauso viel Spaß, wie daran, Cube World aufzunehmen. Und damit haben wir tatsächlich, glaube ich, das Ganze jetzt pretty much abgeschlossen. Was haben wir da gekriegt? Filament Chest Armor, ich glaube, die können wir nicht equippen. Ah, selbst wenn, doch, ich glaube, wir können sogar equippen, aber sieht schlechter. Das ist nur blau. Naja, wie auch immer, wir zerstören jetzt den letzten Mana-Adapter hier. Der ist blau aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, die anderen waren nicht blau, oder? Ich bin mir nicht sicher. Danach können wir wahrscheinlich die Pumpe da hinten zerstören. Sehr gespannt, was passiert, wenn wir die Mana-Pumpe zerstören. So, den haben wir jetzt auch schon fast hier, den hier. Ich weiß gar nicht, ob wir da hinten an dem einen See, da sind ja in der letzten Folge aus dem Luftschiff Gegner rausgedroppt. Ich weiß gar nicht, ob wir das Event da abgeschlossen haben oder nicht. Ich kann mich ja gar nicht mehr daran erinnern. Ja, das sieht schlecht aus. Kein Item. Schade, aber die Pumpe haben wir gleich down. Dann machen wir mehr Damage zu, ich glaube, gegen jeden Gegner pretty much. Aber müssen wir den jetzt noch killen. Und dann können wir die Pumpe wahrscheinlich erst kaputt machen. Ich verstehe. Wie machen wir das jetzt? Ich habe eigentlich keine Lust, die ganzen Minions da auch alle noch killen zu müssen. Das bringt uns jetzt nicht so viel. Ja, den müssen wir auf jeden Fall killen. Ja, komm, wenn ich killen, wir noch ein paar von den Minions auch, wollte ich gerade sagen. Aber es sieht mir fast so aus, als würde der uns jetzt schon aggro. Uiuiui, das ist weggerollt. Na komm, geh down. Oh, er hat mich gepoisoned, aber er macht nicht gut Damage. Ich outheal sein Poison Damage. Ah ja, ja, er hat gerade doch ganz gut Damage gemacht. Kurz, so, ich habe es instantly wieder geoutheal. Ich muss nochmal hier die Water Bubble Ability hinten, weil die viel Damage macht, glaube ich. Ja, das ist halt der Vorteil am Wassermage. Man healt passiv beim Kämpfen, während dem Kämpfen. Halt ultra praktisch. Das wird wahrscheinlich nicht direkt in seinem Face stehen, eigentlich, aber naja. Ah, da hat noch ein Gegner geaggrot. Oh nein. Oh, explodiert gleich. Okay, nevermind. Wir haben das gedodged. Wir haben ihn gestunt. Jetzt heilt er sich. Komm, ich muss treffen. Also. Oh, der Gegner macht ganz schön Damage, der da hinter uns gerade auf uns schießt. Oh, wir sind K.O. Wir sind K.O. Müssen uns unbedingt heilen. Immer mehr Gegner aggro auf uns, habe ich das Gefühl. Nicht gut, nicht gut. Water Bubbles. Sehr gut. Ich glaube, die heilen uns auch. Ah, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Na komm. Gehen wir uns nochmal ein bisschen. Wir haben ihn fast, wir haben ihn fast. Come on. 300 HP, 200 HP. Geh down, er ist down. Wir sammeln schnell alles auf. Mit
eventuell sterben wir jetzt hier gleich an der Stelle auch. Nee, vielleicht auch nicht. Nee, wir haben das im Griff. Wir haben das hier easy im Griff. Sugar Candy, was braucht man für Katzen? Also für Katzenpads. Eventuell war das Sugar Candy. Dann muss ich dann nochmal googeln. Gucken, ob es das richtige Petfood ist. Aber wir haben gerade das Petfood für Katzen gefunden. Und das ist genau das Pet, das ich eigentlich haben will, weil ich halt Katzen gerne mag. Das wäre also schon mal sehr nice. So, den müssen wir noch killen. Oder auch nicht, I guess. Gerade weg, weil er runtergedroppt ist. Ah, er ist gestorben, das Pet. Okay. So, jetzt zerstören wir die Mana-Pumpe. Endlich. Mal gucken, was uns das bringt, die Mana-Pumpe zu zerstören. Ob das irgendwas droppt. Noch zusätzlich irgendwas Krasses oder sowas. Also wenn es ein Item droppt, dann müsste es eigentlich ein lilanes Item sein, weil die Mana-Pumpe ist blau und normalerweise droppen die, glaube ich, immer ein Item-Raritätslevel über ihrer eigenen Farbe. Die Gegner und diese Mana-Pumpen und solche Sachen, usually. Das heißt, ich liege da komplett daneben, das kann natürlich sein. Ist natürlich echt nice, wenn es hier was nice droppt. Und mal nicer Gear. Am besten natürlich Plus-Gear, aber naja. You destroy the Mana Pump. You freed the Grown Cells from the Mana Absorption Effect. Sehr gut, das machen wir, glaube ich, mehr Damage. Ziemlich sicher. Die Gegner hier aggroen gerade alle auf uns, aus irgendwelchen Gründen. Ja, komm, weg mit dir. Mit dir, so. Ich sammle mal außerdem die Krähe auf. Oh, sehr gut. Dicker, fetter Zauberstab. 78 Damage, 39 plus. Ja, das macht auf jeden Fall mehr Damage, der ist besser. Das ist wieder so ein Zauberstab, so ein Vortex-Stab, keine Ahnung, wie man das nennt, Tornado-Stab. Wo waren wir denn noch nicht? Hier haben wir einen Stern aktuell gesetzt, da waren wir zum Beispiel auch noch nicht. Zu dem Altar, der da auf der Karte ist. Ah, da ist der, ne? Zu dem Altar, der da auf der Karte ist, können wir auch eventuell nochmal hingehen. Na, muss noch mal gucken, was wir das jetzt machen. Ich glaube fast, wir gehen mal zu dem Stern da hinten, einfach nur weil mich interessiert. Also zu den Markierungen, die wir da gemacht haben. Jetzt ist ein Steinkreis. Einfach nur weil mich interessiert, was das ist. Eventuell weiß ich, was das ist. So ein Steinkreis-mäßiges Ding habe ich schon mal auf meinem Off-Camera-Charakter damals abgeschlossen. Den Off-Camera-Charakter habe ich übrigens auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich habe jedes Mal, wenn ich Cube World gespielt habe, habe ich es aufgenommen, hier mit dem Charakter hier. Also das ist quasi mein neuer Main-Charakter, I guess. Also ja, ihr habt den Großteil meiner Cube World-Spielzeit live hier mit, oder was heißt live, aber hier auf meinem YouTube-Kanal mitverfolgen können. So, das sind Alpha-Dogs, ich glaube so heißen die. Da unter uns. Ne, das sind die Alpha Dogs. Das sind dann hier für Doggus. Das sind. Was für Savage Dogs. Ah, okay. So, da ist der Steinkreis. Wollen wir mal gucken, was wir da Schönes haben an dem Steinkreis. Normalerweise gibt es da, glaube ich, das sieht mir sehr danach aus, gäbe es da ein Lore-Ding aufzusammeln. Also, falls das ein Steinkreis ist wie letztes Mal. Ich glaube, das ist sogar so einer. Ja, so ein Circle of Power, genau so heißen die. Oh, der ist. Der ist dann doch etwas stärker, der Gegner da. Ich weiß nicht, probieren wir es trotzdem, ihn zu killen. Ich glaube, wir probieren es aber trotzdem mal, ihn zu killen. Das ist ein Jester. Ein unsichtbarer Jester-Gegner. Okay. The Kira Stone is an artifact with miraculous power stemming from the kingdoms of Phanacora. Supposedly, it is hidden deep inside the Balanciers. Da seht ihr unten rechts gerade, Kingdoms of Phanacora Lore increased to 110%. Das ist halt immer noch, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe im Video, aber das ist aktuell hart buggy im Spiel. Man kann mehr als 100% Lore haben. Also man kann mehr als alles wissen in dieser Welt. Was null Sinn macht, aber naja. Vielleicht wird es ja später irgendwann mal gefixt. Ich habe auch im Cube World Subreddit gesehen, es soll, es gibt wohl oh mein Gott, hat der gerade Damage gemacht. Was ist das denn? Ja gut, das ist ein Legendary Gegner, I guess. Was habe ich erwartet? Sehr gut. Es gibt aktuell wohl einige Mods mittlerweile für das Spiel. Vielleicht gucken wir uns die auch einfach mal an. Mal gucken. Also es kann sein, dass es vielleicht darüber ein Mod schon gefixt wurde. Weil es sieht aktuell sehr danach aus, es wird Volei, wie auch immer man den lieben Herrn ausspricht, das ist ja Deutscher. Es sieht so aus, als würde aktuell wieder das Spiel nicht updaten. Wie es schon zu Alpha-Zeiten damals gemacht hat. Oha, wir machen gut Damage. Und es sieht gar nicht mehr so schlecht aus, gerade hier der Fall. Vielleicht schaffen wir das sogar nicht zu killen. Obwohl er Legendary ist. Ziemlich krasser Bossfight hier auf jeden Fall, weil ich glaube, ich bin ein Two-Hit. Also wenn er mich zweimal hittet, dann bin ich dead. Da habe ich gerade einmal gehittet, da war ich irgendwie fast tot. Und ich habe zwei Hits und ich bin tot, also. Wenn wir den down kriegen, das wäre schon echt ziemlich sick. Rote Bubble mit Mann. Und macht krass Damage damit. Muss echt aufpassen, dass er mich nicht hittet. Ja, wir haben die Hälfte der P haben wir von ihm, das ist krass. Wollen wir weiter. Das Ding ist, ich glaube, sobald er mich hittet, kann er seinen Meter bauen, aufbauen oder füllen. Weil, das ist glaube ich ein Warrior, wenn ich es richtig sehe. Und Warrior haben meines Wissens nicht Mana, sondern so eine Aggressions-Rage-Whatever-Leiste, I guess.
Und ich glaube, mit, oh Gott, mit jedem Hit füllt sich diese Leiste ein bisschen und geht dann langsam, leert sich langsam wieder. Das heißt, wenn er mich zu oft miteinander trifft, also auch wenn wir es hochgehalten haben und er mich nicht instant killt, dann kann er einen starken Angriff machen, der mich dann safe one-shottet. Oh, er ist fast down, er ist fast down. 2000 HP noch. Ich habe ihn. Na komm, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Ein bisschen noch. 600, 500, 400, 40. Wir haben ihn. Wir haben ihn, wir haben eine Legendary Waffe gekriegt, glaube ich. Ja, da, sehr gut. Und wir haben einen Eternal Ember gekriegt und den können wir, glaube ich, in diesen Topf hier reinschmeißen. Ich weiß nicht mehr genau, was das macht, aber es macht irgendwas. You ignited the flame of power. Your power is now increased throughout the Grownest Hills. Ja, also ich glaube, wir machen einfach mehr Damage überall. Aber jetzt sollte es eh nicht mehr so viel, das sollte eh nicht mehr so eine große Rolle spielen, denn wir sind jetzt hier gut ausgestattet mit Legendary Waffe. Also wir machen jetzt so oder so ziemlich krassen Schaden, denke ich mal. Also ja, wir haben diese Region hier fast abgeschlossen, weil, ich meine, wir haben ziemlich bescheidenes Armor-Level immer noch, aber wir haben jetzt extrem starke Waffen, damit sollten wir jetzt das meiste an Content hier relativ easily abschließen können in der Region, würde ich mal behaupten. Einfach nur allein wegen der Waffe. Allerdings sollten wir definitiv versuchen, noch ein bisschen mehr Plus-Gear zu kriegen. Auch wenn wir dann die Artefakte jetzt bald in den nächsten paar Folgen abfahren. Außerdem würde mich interessieren, was das hier ist zum Beispiel. Ja, generell, wir sollten gucken, dass wir noch ein bisschen Plus-Gear kriegen, ein bisschen Gear-Farmen, so Sachen halt. Hier sind noch einige Sachen, die noch nicht erkundet sind. Bevor wir weitermachen, einfach nur, damit die nächsten Regionen einen leichteren Start haben. Allerdings werden wir erst in der nächsten Folge weitermachen, denn wir sind schon bei 16,5 Minuten Aufnahmezeit, glaube ich. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir haben einiges an Fortschritt gemacht. Hier mit unserer kleinen Krähe hier. Ich hoffe, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Ja, bis zum nächsten Mal. Hoffe ich doch mal schwer. Bis dann. Tschö. Fällt euch!